Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Was heute eine heitere Weiberfastnachtssendung hätte werden können und sollen, wird nun überschattet vom Krieg in der Ukraine. In Köln wurde heute trotzdem der Beginn des Straßenkarnevals gefeiert, aber so manchem war dann doch recht mulmig dabei. Willkommen in Episode 120 von Stadt mit K. Willkommen in einer Weiberfastnachtsausgabe, die wir uns alle sicher unbeschwerter gewünscht hätten. Heute in Stadt mit K. Der Rosenmontagszug im Rhein-Energiestadion ist wegen des Krieges in der Ukraine abgesagt worden. Es bedrückt einen schon so ein bisschen, aber man versucht es so ein bisschen zurückzuschieben, auch wenn das nicht so richtig möglich ist. Das lief Moskau, Moskau lief und irgendwelche Mädels haben halt mitgesungen. Und da haben wir halt alle nur den Kopf geschüttelt und dachten uns, okay, das geht irgendwie gar nicht im Moment. Unsere Reporter haben sich ein Bild von der teils gedrückten Karnevalsstimmung am Zülpicher Platz gemacht. Und? Aus der Ukraine von allen Leuten höre ich Rufe um Hilfe. Die ganze westliche Welt muss jetzt Haltung annehmen. Man muss verstehen, es geht nicht nur um die Ukraine. Ich habe mit der in Köln lebenden ukrainischen Sängerin Mariana Sadowska über den Kriegsausbruch in ihrer Heimat gesprochen. Schlagzeilen. Wegen des Kriegs in der Ukraine hat das Festkomitee Kölner Karneval den Rosenmontagszug im Rhein-Energiestadion abgesagt. Stattdessen soll der Zug in eine Friedensdemonstration umgewandelt werden. Die Persiflagewagen sollen dann in Form einer Ausstellung an verschiedenen Plätzen in Köln gezeigt werden. Die Wagen, die in besonderer Weise auf die Situation in Osteuropa hinweisen, sollen dabei im Mittelpunkt stehen. Man wolle mit der Ausstellung der Wagen Flagge für ein friedliches Miteinander zeigen, heißt es vom Festausschuss. Zu einer Antikriegsdemo auf dem Neumarkt sind heute rund 400 Demonstrierende zusammengekommen, um mit Flaggen und Schildern ihre Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Auch Oberbürgermeisterin Henriette Reker war vor Ort und sprach sich für ein Ende des Krieges aus. Zudem erklärte sie sich bereit, Flüchtlinge aus der Ukraine in Köln aufzunehmen. Zu der Demo aufgerufen hatte der deutsch-ukrainische Verein Blau-Gelbes Kreuz. Aus Polizeisicht ist der Beginn des Straßenkarnevals in Köln an Weiberfastnacht verhältnismäßig ruhig abgelaufen. Bis zum späten Nachmittag habe es keine ernsthaften Zwischenfälle gegeben, heißt es von der Pressestelle der Polizei. Während die Altstadt nur zu etwa 20-30% gefüllt sei, sei das Zülpicher Viertel am Nachmittag allerdings überfüllt gewesen. Dementsprechend habe es zwar einige Einsätze wegen alkoholisierter Jecken gegeben, allerdings bewege man sich in einem für Karneval normalen Rahmen, hieß es von der Polizei. Mehr News gibt's auf ksda.de und in der ksda-Nachrichten-App. Hintergründe und Einordnungen zu weiteren spannenden Themen jetzt in etwas ausführlicherer Form. Fastelovend. Karneval, Krieg und Corona, das sind die drei Dinge, die eigentlich so gar nicht zusammenpassen, heute aber tragisch miteinander verknüpft und nicht mehr zu trennen sind. Unsere für heute geplante fröhliche Berichterstattung über den Beginn des Straßenkarnevals ist vom Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine überschattet worden. Trotzdem waren natürlich unsere Reporter heute auch im Straßenkarneval unterwegs. Über das Netz zugeschaltet ist mir jetzt Anna Westkemper aus unserer Lokalredaktion. Sie steht aktuell am Zülpicher Platz. Hallo Anna. Hallo Christian. Welche Auswirkungen haben die Meldungen vom Krieg in der Ukraine heute Vormittag auf die Feierlaune der Jecken in Köln gehabt? Also jetzt gerade, wo ich hier stehe, hat man den Eindruck, es hat keinen großen Einfluss auf die Feiernden. Wir sind allerdings schon seit 10:30 heute Morgen hier rund um die Zülpicher Straße unterwegs. Da habe ich auch mit einigen Menschen gesprochen, die doch auch ein bisschen betrübt waren und meinten, die Nachrichten haben natürlich die Feierlaune heute Morgen gedämpft. Und man kenne ja auch Menschen, die Familie in der Ukraine haben und es sei schon sehr traurig, was da alles passiert. Gerade das besonders junge Publikum, das hier so um die Zülpicher Straße feiert, denkt sich aber auch größtenteils, wir konnten jetzt 2 Jahre lang nichts machen, haben irgendwie Zeit unserer Jugend verpasst und wir wollen das jetzt auch irgendwie wieder ein bisschen nachholen und versuchen, die ganze weltpolitische Lage hier ein bisschen in den Hintergrund rücken zu lassen. Das Thema, das durch den Krieg in der Ukraine jetzt ja in den Hintergrund gerückt ist, ist der Umgang mit der Omikron-Welle in Köln und Karneval, Stichwort Brauchtumszonen. Wie hast du die Kontrollen der Corona-Regeln denn erlebt? Heute Morgen war das tatsächlich noch sehr entspannt. Also dadurch, dass die Schlangen nicht so lang waren, ging das alles sehr einfach. Mit der App wurde der Impfpass kontrolliert und solange man nur draußen feiert, reicht ja die Booster-Impfung aus.
Wir haben uns auch an einigen Kneipen umgeschaut und da meinten die Kontrollpersonen und auch die Wirte, dass die meisten Leute auch den Test dabei hätten und alle wären gut vorbereitet. Jetzt gerade sieht es hier an der Zülpicher Straße so aus, dass die Straße wegen Überlastung jetzt geschlossen wird und es sammeln sich jetzt hier hunderte Leute vor den Zugängen an und können, glaube ich, nicht ganz verstehen, warum es nicht weitergeht. Und da muss man jetzt natürlich beobachten, ob die Lage dann irgendwie eskaliert oder Leute versuchen, irgendwelche Absperrungen zu stürmen oder ob weiterhin die Lage ruhig bleibt. Alles klar, danke für die Eindrücke. Anna Westkemper aus unserer Lokalredaktion mit einem Stimmungsbild vom Zülpicher Platz im Spannungsfeld Karneval, Krieg und Corona. Mehr Infos zu allen drei Themen finden Sie im Kölner Stadtanzeiger und auf ksta.de. Das Gespräch mit Anna Westkemper habe ich heute am frühen Nachmittag aufgezeichnet. Politik. Der Kriegsausbruch in der Ukraine scheint weit weg zu sein. Und manche haben vielleicht heute auch versucht, Gedanken an einen Krieg auf dem europäischen Erdteil wegzuschunkeln. Für die Ukrainer selber ist das natürlich keine Option und auch Ukrainerinnen und Ukrainer, die in Deutschland leben, betrifft dieser Krieg auf grausame Art ganz persönlich, denn Freunde und Verwandte in der Ukraine sind in Lebensgefahr. Über das Netz zugeschaltet ist mir jetzt die in Köln lebende ukrainische Sängerin, Komponistin und Schauspielerin Mariana Sadowska. Frau Sadowska, bis eigentlich heute Morgen lief das, was in der Ukraine passiert, unter dem Schlagwort Ukraine-Krise. Jetzt müssen wir leider von einem Krieg sprechen. Wie haben Sie die Ereignisse heute Morgen erlebt? Also ich habe schon gestern und letzte Woche immer gesagt, das ist keine Ukraine-Krise, das ist Krieg. Und der Krieg ist, es geht nicht nur um Ukraine, es ist Krieg zwischen freier Welt, Demokratie und Diktatur. Und der wahnsinnige, psychotische Diktator versucht jetzt, unsere Zukunft zu zerstören. Er hat das angefangen, gestern war ich bei einer Demonstration organisiert durch Volt, junge Leute. Ich bin nach Hause gekommen mit so viel mehr Kraft, weil ich dachte, okay, die junge Generation nennt alles bei Namen. Und ich bin echt ruhiger schlafen gegangen und heute wurde ich aufgewacht von Telefonaten aus der Ukraine und aus ganzer Welt. Und ich muss jetzt sehr mich zusammenhalten, um überhaupt noch nicht wahnsinnig selber zu werden. Wie ist der Kontakt in die Ukraine? Haben Sie da von Angehörigen schon was gehört? Gibt es da Berichte, wie gerade die Lage vor Ort ist? Ja, ich habe sehr viele Kontakte. Meine Familie ist da. Meine Familie ist in der Westen. Ich habe sehr viele Freunde in ganzer Ukraine. Ich habe gerade von 5 Minuten gehört, dass im Cherson, wo meine sehr enge Freunde leben, Flughafen wird gebombt. Also aus der Ukraine von allen Leuten höre ich Rufe um Hilfe. Die ganze westliche Welt muss jetzt Haltung annehmen. Und das, man muss verstehen, es geht nicht nur um die Ukraine. Das ist jetzt sehr wichtig. Ich hoffe sehr, dass die Deutschen, meine Freunde, meine Kollegen, alle werden jetzt auf die Straße gehen und Solidarität zeigen und verlangen richtige Maßnahmen, Sanktionen, Waffenlieferung an die Ukraine. Das muss jetzt passieren. Haben Sie einen konkreten Aufruf an die Deutschen? Ja, ich möchte euch bitten, nicht gleichgültig sein. Das ist jetzt nicht mehr so weit weg. Das ist nicht irgendwo in Syrien oder Georgien. Das ist jetzt Mitte in Europa. Das geht um uns alle. Selbst da durften wir nicht gleichgültig sehen. Aber jetzt, ich bitte euch, ich frage mich, wo sind die ganzen Antikrieg-Demonstrationen? Wo seid ihr? Wieso war das so leicht für Putin, uns alle in diese Wahnsinn eintreiben, dass wir statt Sachen bei Namen nennen, es geht um Krieg, sagen immer, das ist komplizierte Frage, komplizierte geopolitische Einflusszonen, komplizierte Krise. Jetzt müssen wir echt unsere Augen aufmachen und agieren. Jetzt ist der Zeit, der raubt unsere Zukunft, der zerstört unsere Welt.
Jetzt ist ja das zusammengefallen mit dem Beginn des Straßenkarnevals in Köln. Die Jecken und Jeckinnen sind etwas verunsichert sicherlich, gehen aber trotzdem feiern. Dass der Festausschuss Kölner Karneval hat auch gesagt, wir halten an Karneval fest, wir sagen erstmal nichts ab, weil es so schnell auch gar nicht geht. Wie beurteilen Sie jetzt die Karnevalsaktivitäten in der Stadt? Also ich habe sehr viele Freunde und Freundinnen, die sehr gerne Karneval feiern. Aber ich hoffe, ich kann mir nicht vorstellen, wie kann man heute ein Fest machen, wo die Kinder werden gebombt, wo Krieg ausgebrochen ist. Das klingt mir ziemlich pervers. Wir haben um 2 Uhr eine spontane Demo aufgerufen in Köln in Neumarkt. Um 17 Uhr ist eine andere spontane Demo in Düsseldorf in Schadowsplatz. Ich möchte alle Jecken bitten, kommt zu uns, demonstriert, dass ihr wollt feiern und ihr wollt nicht Krieg. Nutzt eure Energie, eure feierliche Energie, Fest für Leben. Nutzt jetzt, um diese wahnsinnige Diktator in Russland, Kreml, zu stoppen. Bitte. Das Gespräch mit der ukrainischen Sängerin, Komponistin und Schauspielerin Mariana Sadowska habe ich heute Morgen aufgezeichnet. Weitere Reaktionen auf den Krieg in der Ukraine, auch aus kölsch-karnevalistischer Sicht, finden Sie auf ksda.de. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von Stadt mit K. Vielen Dank fürs Reinhören und abonnieren Sie diesen Podcast und all unsere anderen KSDA-Podcasts doch gerne überall da, wo es Podcasts gibt, um keine neue Folge zu verpassen. Alle Themen aus dieser Sendung finden Sie auch nochmal verlinkt unter den Shownotes in dieser Podcast-Episode. Mein Name ist Christian Mack, bleiben Sie gesund und bis bald. Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.